So, hier sieht man mal, ja, was die Stadt, was die Stadt quasi ausmacht. Ja, ich mache jetzt mal einen Film. Das ist auch, wenn man nicht aus Braunschweig kommt. Also das hier ist der, oder ich fange mal anders an. Man sieht, dass Braunschweig eine autogerechte Stadt ist, wie man das immer so schön sagt, ne? Das heißt also, Braunschweig ist eine autogerechte Stadt, ja, das ist wie meine Heimatstadt auch, hat man eben dem Auto hier in den 60ern den Vorrang gelassen. Ich finde, man sieht das auch deutlich an diesen vierspurigen Straßen, ne? Man hat damals autogerecht gebaut, eindeutig. Und dass der Bahnhof nun mal weit weg von der Innenstadt ist, das ist schade. Aber da kann man ja jetzt nichts mehr machen. Also, das ist hier bei denen so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das hat historische Gründe. Ich bin ja aber auch kein Braunschweiger. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt immer mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Mal sehen, was hier los ist in der Stadt. Wahrscheinlich wird das Einkaufszentrum hier geöffnet haben. Ich hoffe das jedenfalls mal, dass ich wenigstens mal sehen kann, was wie ich hier mittags dann irgendwo was zu essen bekomme. Also ich denke mal, dass die hier auch Geschäfte, die notwendigen Geschäfte werden hier geöffnet haben. Das wird nicht anders sein als in Schwerin auch. Sprich Apotheken und Fleischereien und der ganze Kram wird ja hier stattfinden. Nun bin ich mal gespannt, weil hier fahren drei Linien und ich habe auch mich informiert, also angeblich sollen die auch alle fahren, trotz Corona, bla bla. Ja, wie die das hier mit der Maskenpflicht haben, das werde ich dann sehen. Ich habe jetzt hier kein Schild gesehen. Und deswegen werde ich die auch erst aufsetzen, wenn die Straßenbahn kommt. Weil bei dem schönen Wetter sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht ein, warum ich das Ding aufsetzen soll, wenn es gar nicht Not tut. Das mache ich nie. Ich setze es erst immer auf, wenn das Verkehrsmittel kommt. Aber nichtsdestotrotz sind deren Straßenbahnen hier ganz schön. Also das ist ein modernes Ding. Wir haben die hier mit dem Logo Wert. Ich weiß jetzt nicht, deren Inzidenzen habe ich jetzt mit Absicht nicht angeguckt, weil sonst wird man ja nur noch bekloppt im Kopf, wenn man das immer guckt. Ja, da ist sie schon. Dann werde ich hier mal einsteigen und mir mal die Innenstadt angucken.